Gerade eben, am 19.04.2021, hat das UEFA-Exekutivkomitee die Reform der Champions League ab 2024 beschlossen. Die gleichzeitig veröffentlichten Pläne einer externen Super League werden in diesem Video nicht beachtet und ignoriert. Ziel der UEFA wäre es gewesen, eine solche Super League zu verhindern und mit einer Reform der Champions League den Vereinen mehr fixe Spiele zu versprechen als die aktuell 6 Gruppenphasenspiele. Wie sieht diese Reform also aus? Die neue Champions League wird nicht mehr in Gruppen eingeteilt, sondern findet in einer einzigen Liga statt, in der 36 Teams teilnehmen, also 4 mehr als aktuell. 2 dieser Teams sollen nicht sportlich qualifizierte Teams sein, die in den vergangenen 10 Jahren gute internationale Leistung erbracht haben, aber in dieser Saison zumindest für die Qualifikation eines der 3 internationalen Bewerbe qualifiziert sind. Die übrigen 9 Startplätze bekommt ein zusätzlicher Meister und der 3. der 5 besten Liga. Jedes Team hat 10 Spiele gegen 10 Teams aus der Liga. Am Ende werden alle Punkte dieser Spiele addiert und daraus entsteht eine Endtabelle. Die besten 8 sind fix für die K.O.-Runde qualifiziert, die Plätze 9 und 24 spielen in einem Playoff mit Hin- und Rückspiel deren Gegner aus. Der Modus ist an das Schweizer System angelehnt. Dort spielen immer die Tabellennachbarn gegeneinander, die noch nicht aufeinander getroffen sind. Das heißt, 1. gegen 2., 3. gegen 4., 5. gegen 6. und so weiter, also auch Letzter gegen Vorletzter. Nach diesen Spielen ergibt sich eine Tabelle und wieder spielen die Tabellennachbarn gegeneinander. Außer das Spiel fand bereits statt. So wird sichergestellt, dass in möglichst wenig Spielen eine aussagekräftige Tabelle entsteht. Im europäischen Fußball ist diese Spontanität wegen der Planbarkeit kaum möglich. Man wüsste manchmal erst eine Woche zuvor den nächsten Gegner, für Fans, Verbände und Vereine zu knapp. Die UEFA lost die 10 Gegner voraussichtlich aus Töpfen, die an das Ergebnis der Vorsaison angelehnt sind. Aus den angenommenen 4 Töpfen bekommt in unserem Beispiel Team 1 jeweils 2 oder 3 Teams zugelost. Diese spielen dann so gegeneinander, dass jeder gleich viele Heim- und Auswärtsspiele bekommt. Nach den 10 Spielen werden die Punkte zusammengezählt und die Qualifikation für die K.O.-Duelle ist fix. Ob auch Teams in die Europa League absteigen dürfen, ist ungewiss, aber eher unwahrscheinlich. Anhand der aktuellen 5-Jahres-Wertung habe ich in diesem Video als Beispiel die Liga aufgefüllt. Wir gehen jetzt auch davon aus, dass dies der Endstand ist und dass die Super League nicht zustande kommt und deren 12 Vereine an der Champions League teilnehmen. In der K.O.-Zwischenrunde spielen 9. bis 24. die Gegner der besten 8 aus. Dabei spielt nach Setzliste der 9. gegen den 24., der 10. gegen den 23. und so weiter. In Hin- und Rückspiel wird der Sieger erkoren. Die Ergebnisse hier sind fiktiv und ein Gesamtergebnis. In der nächsten Runde, also dem Achtelfinale, steigen die besten 8 ein. Auch hier wird wieder der Beste gegen den Schlechtesten gesetzt, also in unserem Fall der 1. gegen den 19. Die Sieger dieser Hin- und Rückspiele steigen ins Viertelfinale auf. Auch hier wird wieder nach Liga-Endtabelle gesetzt. Dasselbe passiert im Halbfinale. Am Ende bleiben die beiden Finalisten über. Das Finale findet wie gewohnt in nur einem Spiel auf neutralem Platz statt. Was erwartet sich die UEFA von diesem Wettbewerb? Jedes teilnehmende Team hat sicher 10 Spiele, bevor man ausscheidet. Dazu kommt eine K.O.-Phase mit maximal 9 Spielen, also insgesamt höchstens sogar 19 Spiele für eine Mannschaft. Falls dies zu viel werden würde, könnte auch auf Rückspiele verzichtet werden, so wie beim Corona-Endturnier 2020 in Lissabon. Auch dann gäbe es noch mehr Spiele für den Finalisten, wie aktuell mit Rückspielen. Die Setzliste in den K.O.-Duellen bringt für starke Mannschaften im Ligamodus einen Vorteil.
Dadurch ist auch Spannung bis zum letzten Spieltag gegeben. Die Platzierung ist ja wichtig für den weiteren Turnierverlauf. Und 4 Teams mehr als aktuell haben die Möglichkeit auf die Teilnahme. Im Endeffekt sind das dann über 100 Spiele mehr als im aktuellen Modus. Das wiederum bringt für alle Teilnehmer mehr TV-Gelder. Ob die Reform glückt und die Super League abgewendet werden kann, wird die Zukunft zeigen. Die Pläne haben jedenfalls Potenzial und die Chance auf mehr Abwechslung in der Champions League. Wenn die Reform nicht einschlägt, ist es ja nach 3 Jahren möglich, wieder an gewissen Schrauben zu drehen oder zum aktuellen Modus zurückzukehren.